Ja, vielen Dank, liebe Sigrid Bär. Ich werde den Ball ein bisschen flacher halten, okay? Die ersten Leute gehen schon. Also ich spreche hier vor allen Dingen als Wissenschaftler am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen heute. Ne? Und es ist so, dass ich gelegentlich zu diesen Dingen gefragt werde. Und besonders im Sommer letzten Jahres habe ich ein Interview gegeben, wo ich auch als Kultur- und Sozialwissenschaftler gefragt wurde, was ich von diesem Bild der Festung Europa halte. Und nur um der Überraschung willen, habe ich gesagt, dass ich dem alteuropäischen Festung eigentlich durchaus etwas abgewinnen kann. Schließlich gibt es ja Hängebrücken, die man herunterlassen kann, um Leute reinzulassen. Und man kann sich auch vorstellen, dass Leute aus den Festungen herausströmen und andere retten, die in die Wassergräben gefallen sind. Also man kann zur Festung sehr vieles sagen. Nun ist diese Festungsmetapher gleichwohl irreführend, und ich fand es heute Vormittag schon ganz interessant, also verschiedene Motive, die so genannt wurden, auch eben von Henriette Reker. Also das Bild ist vor allen Dingen deswegen falsch, weil es so tut, als sei die einzige Konfliktlinie diejenige zwischen den Leuten, die drin sind, und allen, die rein wollen oder gerade frisch dazugekommen sind. Eine Lektion der letzten Jahre in Nordrhein-Westfalen und anderswo ist die, dass scharfe Konflikte nicht nur die einzelnen Großgruppen in der Migrationsgesellschaft trennen, sondern auch die verschiedenen Gruppen durchziehen. Wir haben es ja gerade gehört, es gibt keine homogenen Gruppen. Die aktuelle Flüchtlingsbewegung polarisiert erstmal, wie wir wissen, die Gesellschaft der alteingesessenen sogenannten Biodeutschen, die sich nun wahrlich nicht einig ist in dieser Frage. Eine neuere Umfrage zeigt zudem, dass auch die Gruppe der Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund sehr wohl polarisiert ist. Auch diese Gruppe zeigt im gleichen Maße wie Herkunftsdeutsche Ressentiments gegenüber Flüchtlingen. Und schließlich ist natürlich die Flüchtlingspopulation nicht nur nicht heterogen, sondern auch polarisiert, wie die zahlreichen Konflikte in Erstaufnahmeeinrichtungen zeigen, in denen es unter anderem, wie man neulich in der Süddeutschen Zeitung lesen konnte, ein Rassismusproblem gibt. Auch dort kommt es nämlich vor, wie der Leiter einer solchen Einrichtung neulich zu Protokoll gegeben hat, dass Afrikaner als Wilde beschimpft werden. Also Konflikte überall. Es ist also nicht mehr so, wie die klassische Soziologie sich vorgestellt hat, dass Fremde auf Einheimische treffen. Vielmehr ist es unter den Bedingungen der aktuellen Masseneinwanderung so, dass in diesem Prozess die Einheimischen selbst einander fremd werden und dass nicht einmal die Fremden einander grün sind, sozusagen. Und daraus folgen für mich zwei Themen, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstens interessiert mich die Frage eines neuen Leitbildes, oder das Wort eines gemeinsamen Narrativs ist heute Morgen gelegentlich verwendet worden in einem der Panels. Also ein Leitbild jenseits der bloßen Beschwörung von Vielfalt. Und zweitens, das tun wir ja auch auf diesem Kongress, lohnt es sich, glaube ich, immer weiter nachzudenken über Ziele einer klugen Integrationspolitik. Also zu dem Leitbild. In einer vielfach gespaltenen oder heterogenen Gesellschaft klingt der Ausdruck Vielfalt manchmal ein bisschen sehr euphemistisch, finde ich. Vielfalt war lange Zeit die libertäre Antwort auf die konservative Forderung nach einer verbindlichen ethnonationalen Leitkultur, zu der sich Migranten und ihre Nachkommen bekennen sollten. Vielfalt ist das Motto dieses Kongresses, ganz zu Recht. Es steht auch auf diesen kleinen Zartbitterschokoladen überall. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es so eine Lehrformel wird. Willkommen in einer Welt, die Unterschiede liebt. Das ist die Werbung von Samsung. Wir wollen mehr Vielfalt, hat neulich Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee gesagt. Toleranz endet dort, wo Vielfalt, Freiheit und Menschenwürde angegriffen werden. Thomas de Maizière. Völlig richtig, der Satz, aber er wäre genauso gut, wenn man Vielfalt einfach weggelassen hätte. Freiheit und Menschenwürde ist ja auch nicht schlecht.
Ob Vielfalt ein Wert ist, hängt, glaube ich, davon ab, wie man die Frage Vielfalt wovon beantwortet. Es gibt ja sehr viele politische Ordnungen, Lebensstile, Meinungen, moralische und religiöse Überzeugungen und so weiter. Und offenkundig sind wir, wenn wir uns selbst ehrlich befragen, nicht in allen diesen Fällen für Vielfalt. Es würde den meisten von uns wahrscheinlich genügen, wenn es nur eine politische Staatsform gäbe, eine Art Demokratie und nicht auch noch Theokratien, Militärdiktaturen, absolute Monarchien und so weiter. Eine allzu große Vielfalt von Sprachen innerhalb eines Staates kann die Demokratie erschweren. Dazu gibt es auch Untersuchungen. Afrikanischen Ländern, in denen 8 Sprachen gesprochen werden, ist es oft sehr schwierig. In manchen Landstrichen Deutschlands gibt es sogenannte Ortsbildsatzungen, die verhindern sollen, dass eine Vielfalt von Baustilen und Gebäudeformaten die Landschaft verschandeln, zum Beispiel im schönen Oberbayern. Solche Beispiele lassen sich beliebig vermehren. Dass wir doch mal darüber nachdenken, was wir meinen, welche Art von Vielfalt, unter welchen Bedingungen wir eigentlich genau schätzen. Und deswegen denke ich, dass wir jenseits von Leitkultur und einer oberflächlichen Beschwörung von Vielfalt über eine dritte Möglichkeit nachdenken, die natürlich der Vielfalt nahe ist. Und das wäre eben ein neues pluralistisches Leitbild oder ein orientierendes Narrativ für das Einwanderungsland Deutschland. Dafür würde ich plädieren. Und der Sinn dieses Leitbilds sollte darin bestehen, in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft Gesichtspunkte zu entwickeln, unter denen die Gesellschaft normativ zusammengeführt werden kann und allen, die zu dieser Gesellschaft beitragen, Zugehörigkeit zu vermitteln. Also Herr Zambonini heute Vormittag hat das ganz schön ausgedrückt, die Gesellschaft hat noch nicht zu einem neuen Wir gefunden. Das fand ich eine ganz gute Formulierung. Wir hatten das Wort von der fragilen Mitte und so ein Narrativ würde vielleicht diese fragile Mitte wieder etwas robuster machen. Vom Spirit war interessanterweise mehrfach heute die Rede, eines gemeinsamen Spirits in Nordrhein-Westfalen und jenseits davon. Der soziale Resonanzboden eines solchen Narrativs sind die multikulturell durchwachsenen persönlichen Netzwerke, die den Alltag in Migrationsgesellschaften prägen. Wir wissen, dass nur 5% der Deutschen bereits einmal in einem anderen Land der Europäischen Union gelebt haben und nur 4% in einem Nicht-EU-Land. Soziologen haben allerdings herausgefunden, dass in deutschen Städten 75% der Bürger ohne Migrationshintergrund Freunde und Bekannte mit Migrationshintergrund haben. Unsere sozialen Netzwerke werden immer heterogener, weitgehend unabhängig davon, ob wir uns in ferne Regionen begeben, weil die Welt sozusagen zu uns kommt und zunehmend auch in unseren privaten sozialen Netzwerken auftaucht. Interessant ist außerdem, dass die sozialen Netzwerke von Bürgern mit Migrationshintergrund noch vielfältiger sind als die Netzwerke der Herkunftsdeutschen. Interaktionen zwischen Menschen unterschiedlicher nationaler Herkunft finden also nicht nur über Landesgrenzen hinweg statt. Es kann gezeigt werden, dass auch die weniger mobile Bevölkerung sozusagen grenzüberschreitende Bindungen hat. Und es sind nicht zuletzt diese Netzwerke, in denen ständig neu ausgehandelt wird, wer dazugehört, wer Solidarität verdient und wen wir eigentlich meinen, wenn wir das Personalpronomen wir verwenden. Das neue Leitbild, das mir vorschwebt, würde der Lebenswirklichkeit unserer transnationalen persönlichen Netzwerke Rechnung tragen und wäre weitaus inklusiver als die bisherige biodeutsche Kulturnorm. Es müsste das Grundgefühl der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen, die sich nach Angaben des ARD Deutschland-Trends zu 3/4 sicher sind, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen die deutsche Gesellschaft stark bis sehr stark verändern wird. Aladin hat das heute Vormittag auch nochmal betont. Es müsste Halt und Orientierung bieten in einer Situation, in der anderen Zahlen zufolge 2/3 der Befragten die Befürchtung hegen, dass ein weiterer Zuzug von Flüchtlingen den inneren Frieden in unserem Land gefährden könnte. Gut, was sind Ziele einer
klugen Integrationspolitik. Da renne ich natürlich hier offene Türen ein. Sie wissen wahrscheinlich viel mehr als ich dazu. Dennoch möchte ich versuchen, ein paar Formulierungen zu finden. Ziel kann es natürlich nicht mehr sein, Einwanderer in richtige Deutsche zu verwandeln und ihnen die Erfüllung einer konsensuellen Kulturnorm von außen aufzuerlegen. Integration ist eher die Zusammenführung einer zunehmend heterogener werdenden Gesellschaft, vielleicht so, wie man sich lange Zeit das Zusammenwachsen Europas vorgestellt hat, wo man ja auch von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, gemeinsamen Regeln und nationalen Ausnahmeklauseln spricht. Was mir besonders wichtig ist, das neue Narrativ würde Integrationsforderungen erstmals auch an resistente herkunftsdeutsche Bevölkerungsgruppen richten, von denen wir erwarten, dass sie sich nicht in eine völkische Parallelgesellschaft zurückziehen. Es würde neu definieren, wer wir sind und wer die anderen. Es würde denen, die neu zugewandert sind, einen Weg weisen zur Staatsbürgerschaft und sie vor nachträglicher moralischer Ausbürgerung schützen. Zugleich würde das neue Leitbild, anstatt Vielfalt als generellen Eigenwert zu propagieren, auch rote Linien ziehen. Das Ziel würde ich zusammengefasst vielleicht auf zweierlei Weise beschreiben. Erstens streben wir statt bloßer Vielfalt etwas an, was man vielleicht mit einem neuen, um mal nochmal ein neues Wort in die Runde zu werfen, was man als Konvivialität, zum Beispiel in Großbritannien, bezeichnet. Das heißt die Ermöglichung des Zusammenlebens von Menschen mit oft außerordentlich unterschiedlichen Weltbildern, Sitten und Gewohnheiten. Zweitens müsste Integrationspolitik so konzipiert werden, dass sie nicht nur die Einstellungen und Verhaltensweisen von Zuwanderern beeinflusst, sondern auch auf die sogenannte Mehrheitsgesellschaft einwirkt. Insbesondere, und das ist mir sehr wichtig, muss es das Ziel sein, die Aufnahmebereitschaft der selbst schon heterogenen Bevölkerung für weitere Migranten zu erhöhen oder wenigstens auf dem jetzigen Niveau zu stabilisieren. Ich glaube, darüber denken wir viel zu wenig nach, wie man das eigentlich schaffen kann, die Aufnahmebereitschaft zu erhöhen. Ja, wie macht man das? Also aus den Panels gab es sicherlich eine Botschaft schon mal, dass man muss Räume für Begegnungen und Austausch schaffen und weiter an der Auffächerung unserer persönlichen und beruflichen Netzwerke arbeiten. Diese bilden nämlich das eigentliche moralische Fundament von Einwanderungsgesellschaften, diese Netzwerke. Zweitens müssen wir uns einlassen auf die nüchterne Analyse auch der Kosten, Probleme und möglicherweise Gefahren, die ebenfalls mit Masseneinwanderung einhergehen können. Es ist vieles und Richtiges gesagt worden gegen die Gefahr einer Kulturalisierung von Konflikten, aber es gibt natürlich auch eine Gefahr der Moralisierung, Übermoralisierung, die dazu führt, dass wir bestimmte Probleme, die von vielen empfunden werden, nicht wirklich in den Blick nehmen. Also das sich einlassen auf die Analyse von Kosten und Problemen. Und drittens, damit komme ich zum Schluss, wir müssen versuchen, plausibel zu machen, dass sich die Gesellschaft durch Migration nicht nur verändert, das wissen wir schon, sondern wir sollten versuchen, deutlich zu machen, dass sie sich auch verbessert, dass es eine bessere Gesellschaft wird. Damit danke ich Ihnen erstmal.